Schmeiß sie mal ins Tal runter. Was? Boah, ich mache mal alle meine Tools auf, ja. Wir können noch die Campinglager herstellen. Hä? Achso. Die Sandbags, hast du mit denen was Bestimmtes vor? Nö. Man könnte damit Stashes bauen, aber... sonst ist damit eigentlich jetzt nichts so Besonderes. So, pass auf, wenn du Night Vision gerade anhast, wenn er aussteigt, ne? Wow! Deswegen habe ich jetzt auch gerade mein Night Vision ausgemacht. Das anders geplant, oder? So, was war denn jetzt davon meins? Das war meins. Das war meins. Echt Leute. Das war meine. So. Dann jetzt alles erstmal wieder umlagern. Ich sehe euch. Hä, und wie kann man jetzt die dann im Endeffekt fest hinstellen? Was? Was willst du damit machen, oder soll ich die sonst gleich fix bauen? Sobald du einmal falsch baust, du kannst die Dinger nicht wieder abbauen. Ja, ist ja egal. Du musst Mausrad scrollen und dann kannst du Create Building machen. Ah, okay. Dann mach ich aber Night Vision an, wenn jemand einen Flair macht, okay. Ja, Mann, voll fett, ja. Komm, spring drüber. Ja. Warte. Okay, Heli ausladen. Ja, in der Zeit, wo ihr da rumgespielt habt, hab ich jetzt schon wieder. mach mal den geilen Sprung. Oh Mann, der ist so scheiße. Hey, bei mir sind die Uralplätze. Ich sehe gar nicht mehr, wie viel. Ah, doch, jetzt. Alter, der Ural Alter, geht aber auch so langsam in die Knie. So langsam geht der Ural auch in die Knie, ne? Soll ich die 20 AK-Magazine rausschmeißen? Hast du AK-Magazine drinne? Ich mach die mal raus. Seriously. Alter, der Ural okay. Wird auch langsam voll. Sag ich ja gerade. Schluss bei der Kerle. Sind die Blöme drin? Kannst du mit deiner Flair bitte mal ein Stück weggehen? Okay. So, wir haben einfach 16 Bloodbags. Ne, das ist eigentlich wenig. Wir sollten aufpassen mit unseren Bloodbags, bevor wir nicht eben halt viel Antibiotika haben. Ja, gut. Ja. 20 Stock. Ich tu mal ganz kurz die drei Water Bottles mal ganz kurz Alter. Mal ganz kurz hier am Feuer. Beziehungsweise kann jemand ein Feuer machen?
Soll ich selber eins machen? Ich mach selber eins. Ich weiß, wie es ist, wie er sich als Sniper verdeckt hält. Genauso wie ich es mache. Richtig? Der baut hier. Wow. So. So, und hier drin kannst du ein Feuer machen. Ich will mal gucken, wie weit ich eine Flare werfen kann. Ich schmeiß sie mal ins Tal runter. Was? Lol. Okay, das sollte reichen. Ab in den Wald damit. Und wumm. Oh, ich sehe das Fireplace nicht mehr. Ah, doch, hier. So, wir bräuchten jetzt noch zwei mehr Backfences bräuchten wir und dann haben wir hier sogar einen Kreis für unser Lagerfeuer. Dann können wir uns ein Schild reinsetzen. Wie hoch kann man eigentlich eine Flare werfen? Ja. Alter. Okay, keine Ahnung, wo die gelandet ist. Ach, da hinten. Wollte ich gerade sagen, du musst da drüber springen. So, warte, ich tue mal hier die Wasserflaschen wieder rein. Ja, jetzt hab ich habe die 20 Magazine rausgeladen, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Wollte ich gerade sagen, Alter, 20 Magazine sind ein bisschen sehr übertrieben. Weißt du was? Was für 20 Magazine? Ja, 20 SD-Magazine von Stunner habe ich gerade rausgeschmissen. Was passiert eigentlich, wenn... Was machst du mit denen? Habe ich einfach weggeschmissen. Ja, Stunner, du meinst die AK-Munition. Ja, das war ein Spaß. Lass die Standard da. Alter, halt die Fresse jetzt. Magazine Spaß die. Was passiert, wenn ich jemand eine Flare gegen den Kopf schmeiße? Nichts. Was machst denn du? Nix. Halt. Wer ballert hier so bescheuert rum? Julian. Ich. Tisch und schon haben wir 2 Standardmagazine weniger. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Die kannst du, hättest auch sinnvoll einsetzen können. Irgendwann. Wer hat da jetzt schon wieder Stunag SD rausgenommen? Ich nicht. Da habe ich jetzt aus Versehen SD genommen und nicht genommen. Und ja, hast du wohl. Es fehlen 2 Stunag SD Magazine. Nein, habe ich nicht. Ich schwör. Ich habe nur normale Stunag bei mir drin. Ich habe mir, also ich habe nur das rausgenommen, aber wieder genauso viel reingetan. Weil ich habe gerade eben 10 Stunag SD Magazine reingelagert und jetzt sind nur noch 8 drin. Was soll ich denn bitte schon mit Standard-Magazin? Also ich hab keine genommen. Alter, die Flare ist schon hell. Warte, ist noch was in der Hubschrauber? Ich kann sie ausschalten, kann ich sie. Also ich weiß, dass in den Heli nur noch Kanister sind. Ja, okay. Alles klar, dann was machen wir jetzt weiterhin? Also, wie gehen wir jetzt fort? Die sind jetzt momentan erstmal fertig eigentlich. Also, ich wüsste jetzt gerade... Oh, Alter, mach die Flare aus. Hab ich. Wir haben echt viel Waffen, ey. Das ist echt hart. 22 danach von denen. Siehst du, wenn wir hier nämlich die Backfences haben, sieht das doch schon mal gleich viel besser aus. Der Fireplace ist halt... Kannst du rufen. Ja, aber das lässt du schön gefälligst sein, weil dann sind die Dinger nämlich verloren. Ja. So, jetzt ist jetzt will ich nur irgendwann meine MK-Mod wieder, aber das ist ja. Das heißt wieder, generell, weil das ist ja echt voll fett. Moment, haben wir gesaved schon? Tja, wie gesagt, die MK-Mod kannst du kriegen, sobald ich eine Sideswaffe habe. Sprich, da müsstest du dich denn eigentlich bei unserem lieben Herrn Spirit erstmal bedanken, dass du noch warten musst. Was? Was habe ich getan? Was habe ich schon wieder getan? Hui! Ernsthaft, was habe ich getan? Nichts. Ihr Feuersitzer. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo Viechzeugs rumläuft. So. Da vorne liegt auch eine Flare, Alter. Schon warmere Füße im Feuer. Ja. Jetzt ist halt die Frage,
Ja gut, das Problem ist halt, ja gut, es ist ja kein Restart. Das heißt, theoretisch jetzt anfangen, irgendwie groß wieder irgendwelche Waffen zu farmen, ist jetzt eher schwachsinnig, weil da sollten wir warten, bis es wieder Heli-Crash-Sites gibt. Ansonsten, was wir halt machen könnten, wäre halt anfangen, das Zeltlager irgendwo aufzubauen. Aber ja, jetzt kommt darauf an, wie viel Lust ihr noch habt und keine Ahnung. Oder ob ihr jetzt erstmal was anderes noch tun wollt. Oder weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich bin gerade am gucken, ob ich halt hier irgendwie welches Viechzeugs finde. Ich kann gucken, was ich noch so brauche. Ich brauche ein Nachtvisier. Ja, Night Vision, okay. Weißt du was, ich mach mir das doch mal ganz einfach. Ich weiß nämlich, wo viel Viechzeug spawnt. Das ist scheiße. Ja geil. Das sah gerade scheiße aus. Oh Mann. Oh Mann, ey. Oh. So. Also wir haben auch im Ural 8 Water Bottle, wo halt gekocht sind. Ja, trinken haben wir da jetzt eigentlich erstmal so einigermaßen was. Ihr könnt mal schauen, dass ihr mal das ganze Dosenfutter, was ihr da drin habt, mal rausnehmt, weil ich gehe jetzt mal kurz jagen. Dann gehe ich jetzt was essen. Gib mir mal eins. Lass mir alles übrig. Alter. So. Ich gehe jetzt zu meiner Standardposition zum Jagen und dann komme ich gleich mit ganz viel Fleisch zurück. Standardposition? Ja, soll ich mitkommen? Noch wegen Inventarplatz? Nicht? Normal. Nee, ich lade alles gleich wieder in Heli rein. Achso, okay. Weil ich gehe hinten zu der Position, wo früher mein Lager war, weil da oben sind übelst viele Tiere mal gespawnt. Okay. Weil ich, dass man Jagen normalerweise gut mit einem Jagdgewehr tut, aber nicht mit einem Militärhelikopter. Tja, kannst du mal sehen, ne? Ich gehe mit dem Militärhelikopter und mit einer Sniper, die auch zum Militär gehört, gehe ich jetzt einfach mal Tiere jagen. Moment, ich will unser Lager hier so geil aufbauen. Ach was, Kühlschlachten mit MG. Da sagst du was, ich könnte ja eigentlich die MK-Mod 0 mal leer machen. Da muss Max sich Magazine suchen. Ey. Das ist unfair, ja. Das jetzt. Moment, geht das? Na, geht das? Na, ne. Aber ich weiß, dass es hier geht. Was denn? Du springst aus dem Slam, komm. Hier da drunter durch. Weil wir uns die Knochen brechen wollen, was denkst du? Alter, ist mir voll. Leute, das ist eigentlich voll der gute Platz, irgendwie, um abzugehen, irgendwie. Normal. Ich habe jetzt schon teilweise gute, erfolgreiche Attentate gemacht, indem ich einfach unter die gegnerischen Fahrzeuge gekrochen bin. Alter, willst du mal aufhören? Alter, jetzt setzt er sich dahin, wo ich gerade rumrolle, ey. Menschens. Vielleicht brichst du dir wirklich die Knochen. Ja, ich habe ja noch Morphin. Wird schon lachen. Ja, dein Gesicht wird lachen. Ich könnte es mal lassen, da rumzukommen, ne? Nein, zur Zeit haben wir da Scheißkörper. Ey, Scheißkörper, lass es. Mann, ich will noch mehr Tools zum Aufbauen haben. Also irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwas anderes noch. Das Einzige, was ich dir raten werde, was du niemals da oben aufbaust, sind bitte Stacheldrähte. Warum? Die verursachen immer noch Grafikbugs. Okay. Ja, dann irgendwann natürlich noch Panzersperren. Panzer, wie heißen die, diese Kreuze da? Alter. Einfach mit dem Kopf gegen den Ding springen. Das ist so geil. Hier dagegen. Boah, guck mal, da ist voll die Beule, voll der Teil. Ja, hallo. Das war bestimmt dein Kopf. Hallo. Warte mal, wenn ich jetzt da reinschieße, treffe ich dich da. Lass mal hier drin chillen. Nein. Ja, okay, warte. Right and back. Yo. Hallo.